Atomic Power. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei und das Atomzeitalter beginnt. Die USA erwarten eine sorglose Zukunft. In Städten in der Nähe von Atomfabriken lässt es sich mit der ganzen Familie gut leben. Die Menschen fühlen sich sicher. Noch besitzen nur die USA die Atombombe. Doch der Gegner holt auf. August 1949. Die Sowjets zünden ihre erste Atombombe. Der Westen ist geschockt. Die USA fühlen sich bedroht und herausgefordert. Jetzt ist man selbst vom Atomtod bedroht. Und jetzt beginnt der Wettlauf um immer mehr Zerstörungskraft. Los Alamos 1950. Hier wurde schon die Atombombe entwickelt. Edward Teller ist ein bedeutender Physiker, geboren in Ungarn. Er will nun die freie Welt vor dem Kommunismus schützen. Deshalb will er eine Superwaffe bauen, die Wasserstoffbombe. Sie wird hier auf Erden die Hitze der Sonne erzeugen. Temperaturen, die wir noch nie auf unserem Planeten erlebt haben. Die Atombombe war doch erst der Anfang. Stellen Sie sich vor, die Russen haben die Superbombe. Sie könnten die gesamte Insel Manhattan zerstören. Und jeden Menschen in Asche verwandeln, der sich in 5 Kilometern Umkreis aufhält. Die Schockwelle würde sämtliche Gebäude dem Erdboden gleich machen. Eine Bombe. 1000-mal stärker als die in Hiroshima. Na, und dann stellen Sie sich nicht eine vor, sondern 10. Hunderte, die über amerikanischen Städten explodieren. Millionen werden sterben. Amerika wird sterben. Und deshalb müssen wir darauf vorbereitet sein. Wir müssen eine Wasserstoffbombe bauen. Müssen sie sofort bauen. Jetzt! Was hat Oppenheimer denn zu all dem zu sagen, Edward? Ausgerechnet Oppenheimer, der Vater der Atombombe. Seine Bomben zerstörten Hiroshima und Nagasaki. Hunderttausende Japaner starben. In den USA ist Oppenheimer ein Held, denn die Bomben beendeten den Krieg. Jetzt quält ihn sein Gewissen. Die Physiker haben bereits gesündigt und diese Erfahrung können sie nicht mehr verdrängen. Ich bin bedrückt und voller Scham und Trauer und glaube, die Zeit wird kommen, wo die Menschheit die Namen Los Alamos und Hiroshima verflucht. Wir müssen jetzt aufhören, bevor es zu spät ist. Seitdem Oppenheimer die Zerstörungskraft seiner Atombomben bewusst wurde, ist er ein entschiedener Gegner von Tellers Plan, die Wasserstoffbombe zu bauen. Wie denken wir über die Nazis? Sie haben 6 Millionen Menschen umgebracht. Was wird die Welt über Amerika sagen und die Demokratie, wenn wir 6 Millionen Menschen töten mit unseren Wasserstoffbomben? Oder 10 Millionen oder 20 Millionen? Sie werden nicht zum Einsatz kommen. Ihre Funktion ist es, den Krieg zu verhindern. Das ist doch Wahnsinn, Edward. Sollen wir etwa die allerschrecklichste, wahllos zerstörerischste Waffe, die die Menschheit je erfunden hat, bauen, um Kriege zu verhindern? Eine Waffe von so willkürlicher Vernichtungskraft, dass sie keinen militärischen Nutzen hat. Im Krieg ist sie unsinnig. Sie ist eine Waffe für den Völkermord. Das mag wohl sein. Aber Sie sind naiv. Naiv. Wenn Sie glauben, russische Wissenschaftler denken nicht über die Fusion von Wasserstoffisotopen nach. Und wenn die Wasserstoffbombe bauen, dann müssen wir ebenso die Wasserstoffbombe bauen. Auch wenn es jenseits der Moral liegt. Wir haben keine Wahl. Auch Josef Stalin weiß, was die Amerikaner planen. Und befiehlt seinen Wissenschaftlern, binnen 4 Jahren die Wasserstoffbombe zu bauen. Gut 400 Kilometer östlich von Moskau liegt Arsamas 16, eine streng geheime Stadt. Tausende Gulag-Häftlinge mussten sie erbauen. Hier soll Stalins neue Superbombe entwickelt und gebaut werden.
Junge Wissenschaftler wie Andrei Sacharow wollen Stalins Traum verwirklichen. Leiter des Projekts ist der Schöpfer der russischen Atombombe, Igor Kurchatow. Willkommen in unserer Anlage. Sie sind sicher Andrei Dmitrievich. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Es freut mich auch, Sie kennenzulernen, Genosse... Kurchatow. Ah! Kommen Sie rein, kommen Sie. Mit Sacharow im Team gehen die Russen in Führung. In den USA will Oppenheimer den Bau der Bombe immer noch verhindern. Aber Edward Teller sucht und findet einen mächtigen Verbündeten mit politischem Einfluss, Louis Strauss. Seit 10 Jahren will ich die Wasserstoffbombe für Amerika bauen. Und seit 10 Jahren stellt er sich mir in den Weg. Wieso? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil er nicht will, dass seine Atombombe von einer noch bedeutenderen in den Schatten gestellt wird. Genau, Edward, genau. Wissen Sie, es gibt Gerüchte, dass er vom Kreml bezahlt wird. Ich weiß. Die habe ich lanciert. Darf es etwas zu essen sein für die Herren? Nur einen Kaffee, bitte. Schwarz. Kaffee mit Zucker und Sahne, bitte. Oh. Seine Frau war Mitglied der Kommunistischen Partei. Sein Bruder, seine Geliebte, seine Freunde, alles Kommunisten. Das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass er ein Spion ist. Was bitte befähigt ihn, unseren Präsidenten in Fragen der Atompolitik zu beraten? Ich will Sie mal was fragen. Was ist die Absicht seiner dauernden Versuche, die Wasserstoffbombe zu verhindern? Meine Herren? Danke. Außer eben der Sowjetunion Zeit zu verschaffen, uns bei der Wasserstoffbombe einzuholen. Ist dieser Mann ein Dummkopf? Oder hält er uns dafür? Mit Louis Strauss an seiner Seite kann Teller seine Pläne endlich durchsetzen. Die Kommunisten beherrschen fast die halbe Welt und bedrohen uns mit der Atombombe. Jetzt aber reagiert Amerika. Präsident Truman verkündet den Bau der Wasserstoffbombe. Unsere Häuser, unsere Nation, alles, woran wir glauben, ist in Gefahr. Von uns hängt die Zukunft der Zivilisation ab. Was für einen Idioten haben wir hier als Präsidenten? Baut nur die Wasserstoffbombe, sagt er. Er verkündet jetzt der ganzen Welt, dass wir diese Bombe bauen. Wir wissen nicht mal, wie man sie baut. Etwas Schlimmeres könnte er wirklich nicht anstellen. Was meint er denn, wie die Sowjets darauf reagieren? Ich schätze, die fühlen sich angepisst. Das ist wirklich nicht komisch, Kitty. Müssen wir wirklich dahin heute Abend? Diese Partys in Washington sind so öde. Oh mein Gott, da kommt Strauss. Dann beherrsche dich, Robert. Dr. Oppenheimer. Mr. Strauss. Wie schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Was soll ich sagen? Wir hatten heute Abend nichts Besseres vor. Ach, und ich hatte gehofft, dass Sie Ihre Niederlage mit Fassung tragen würden. Was, Niederlage? Oh, ich glaube, wir sind noch nicht so weit, Mr. Strauss. Sie haben einen Bauplan, der nicht funktioniert. Wie wollen Sie da die Bombe testen? Also über Sieg und Niederlage sollten wir uns noch nicht unterhalten. Eher später. Immer ein Vergnügen. Kitty? Sie entschuldigen uns. Dr. Oppenheimer, einen Kommentar? Irgendeinen Kommentar, Dr. Oppenheimer? Seit heute leben wir im Zeitalter der Superbombe. Dem Zeitalter von Waffen mit grenzenloser Zerstörungskraft. Aber hier sind Menschen im Raum, die verstehen, was das bedeutet. Auch ich verstehe, was das bedeutet. Die Öffentlichkeit eher wohl nicht. Und ich vermag es ihr auch nicht zu erklären, weil mir das einfach nicht gestattet ist. Uns Wissenschaftlern verpasste man einen Maulkorb. Werden Sie an der Wasserstoffbombe arbeiten, Dr. Oppenheimer? Nein. Auch nicht, wenn man Sie darum bittet? Ich glaube, es ist moralisch verwerflich. Ich glaube, es ist gegen die Interessen der nationalen Sicherheit. Warum in aller Welt sollte ich es also tun? Das ist ein übles Komplott, meine Herren. Ein Mann in Ihrer Stellung sollte vorsichtig sein mit dem, was er öffentlich sagt. Gehen wir, Robert. In den USA beginnt die Ära McCarthy.
Die Hatz auf Kommunisten. Jeder Kommunist ist einer zu viel. Senator Joe McCarthy will alle sogenannten Kommunisten unschädlich machen. Gehören Sie der kommunistischen Verschwörung an? Es kommt nicht darauf an, was du sagst. Was die Leute glauben, dass du es gesagt hättest, das zählt. Kitty, was ist los? Ich fühle mich einfach verantwortlich. Wofür? Dass sie dich zur Zielscheibe machen. Ach komm schon, wir waren bei einigen Versammlungen. Ich habe mich nie weiter engagiert. Ja, aber ich war Mitglied. So funktioniert das doch, oder? Mitgehangen, mitgefangen. Hey, Baby, komm her. Sie wissen wirklich alles über mich und sie kannten auch meine Vergangenheit, als sie mir das Projekt anvertrauten. Sie hielten dich für unbedenklich, weil sie dich dringend brauchten. Du bist nützlich für sie gewesen. Jetzt bist du ihnen nicht mehr so nützlich. Jetzt bist du nur noch jemand mit einer großen Klappe. Wir wären jetzt soweit, Mr. Oppenheimer. Hey. Die Superbombe ist ein Fall, der an den Grundfesten unserer Moral rührt. Eine Waffe unbekannter Bauart mit unbekannten Kosten und fragwürdigen militärischen Nutzen. Und ich weiß nicht, wie man das vermaledeite Riesending ans Ziel karrt, außer vielleicht mit Ochsenkarren. Kitty weiß, nicht einmal ihr Mann kann Teller noch aufhalten. Unter strenger Geheimhaltung beginnt Edward Teller, seinen Traum zu verwirklichen. Unser Projekt will die Energie der Sonne nachbauen. Eine Kernfusion auslösen. Und zwar hier auf der Erde. Wir müssen arbeiten, als wenn unser Leben davon abhängen würde. Und, meine Herren, ich bin überzeugt, das wird es. Für die Wissenschaftler ist es eine nie dagewesene Herausforderung. Durch die Verschmelzung von Wasserstoffatomen, so Tellers Hoffnung, kann er die Kraft der Sonne nachbauen. Und er weiß, die Energie, die er dafür braucht, liefert ihm ausgerechnet Oppenheimers Atombombe. Ob daraus seine Superbombe wird, weiß er nicht. Trotzdem verspricht er zu liefern. Ich bin zufriedener, als ich es in den letzten 35 Jahren war.